Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Genesis Plus. In der letzten Folge hatten wir hier und dort ein paar kleine Bugs, dafür einen sehr interessanten Charakter, den wir uns natürlich jetzt nicht komplett... den wir nicht komplett erleben durften wegen diesen komischen Bugs. Anscheinend sind die Babys ziemlich OP und die hätten wahnsinnige Dinge gemacht. Aber naja, ich habe jetzt auf jeden Fall eine verbesserte Version zugeschickt bekommen. Ich hoffe, ich habe es richtig installiert. Okay, wir haben auf jeden Fall die Charaktere, das ist schon mal sehr schön. Und ich würde sagen, wir testen heute den Xafan aus oder Bana Ilkama. Ich denke, wir nehmen Xafan. Eternal Candle. Okay, zeig mal her. Zeig mal her, was du drauf hast. Und, okay, das ist die Kerze auf jeden Fall, die wir einsetzen können. Dann passieren Dinge. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder eine neue Leiste. Und zwar, neben der Geldleiste. Jetzt ist die Frage, kann ich Geld einsammeln und ich bekomme dann Feuer, das ich dann einsetzen kann? Naja, ich glaube, es wird so ein AOE-Angriff, oder? So ein AOE-Angriff, wo du Gegner in Flammen hüllen kannst, sie umarmen kannst mit Feuer. Genau so wird es wahrscheinlich sein und ich habe ein bisschen Angst. Nee, ist kein... Okay, Geld ist es schon mal nicht. Okay, dich kenne ich. Das sind so kleine Dr. Fetus-Würmer. Es gibt ja auch einen Begleiter, so einen Dr. Fetus-Begleiter, wenn er hier eingebaut ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, einfach Geld einsammeln. Vielleicht so alle 10 Münzen bekommen wir dann ein Stückchen Feuer oder so. Naja. Okay, erstmal das hier anfassen und hier vorbei. Holy shit. Das würde ich mich niemals trauen, wenn ich ein Herzchen hätte. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Bombe, mit der ich dann rerollen kann. Deswegen checken wir jetzt mal ganz kurz diese kurze Ebene. Okay, die entwickelt sich hier noch weiter. Ich sehe schon. Wartet mal, Feuer. Vielleicht muss ich ja auch noch Feuer einsammeln. Also hier Feuer löschen, um Feuer zu bekommen. Nee, das wär's, oder? Dann würde Feuer auf jeden Fall eine krasse Bedeutung bekommen. So, und... tot. Okay, hier haben wir eine Batterie, die uns jetzt nicht so viel bringt. Vielleicht finden wir jetzt diese ganzen Bomben unerreichbar. Vielleicht finden wir hier einen Miniboss. Ja, hier ist ein Miniboss und der droppt sogar Bomben, nicht wahr? Also abgesehen von diesen Bomben. Hier droppt er, glaube ich, auch noch normal Bomben, wenn man ihn besiegt hat. Ich habe schon alles vergessen. Gott, es ist zu eng hier, zu klein. So, ansonsten nehme ich halt die Infestation mit. Wobei, das heißt gar nicht Infestation, ne? Diversity. Adjustment is always due. Diversity? Oh Gott, was hat das wieder zu bedeuten? Ich geh jetzt mal ganz kurz den Boss töten und, setz Diversity ein? Ich weiß es nicht. Ach so, wir können rerollen. Das heißt, ich hätte es auch im Itemraum einsetzen können. Stimmt, da war ja auch so das Reroll-Zeichen, nicht wahr? Oh, verdammt nochmal, jetzt wird er im Weg stehen und uns das Geld schnappen. Das ist ja ekelhaft. Okay, das ging jetzt vielleicht ein bisschen in die Hose, aber hey, immerhin habe ich jetzt die Karte kennengelernt, nicht wahr? So, und vielleicht können wir dann hier das Item rerollen, Cube of Meat einfach rerollen. Wobei, ich will Cube of Meat ehrlich gesagt mitnehmen, wir lassen aber das Schicksal entscheiden. Ich werde eine Münze reinpacken und dann gucken wir mal, ob er rerollt oder nicht. Ja, das Gefühl, meine Tränen werden immer größer, aber eigentlich bleibt der Damage ja gleich. So, gib mir dein Stück Fleisch, welches ich dir jetzt rausschneide mit meinen Tränen. Okay, es hat nicht gererollt. Das heißt also, wir nehmen das hier jetzt mit. Cube of Meat. Okay, Diversity. Das ist eine schöne Karte. Ich glaube, es ist eine seltene Karte sogar, nicht wahr? Vielleicht kannst du... du kannst dann bestimmt auch im Devil Deal rerollen und sowas. Okay, Spider Bite. Es ist nicht Infestation. Hab den Namen vergessen hiervon. Naja. Ist immerhin etwas, nicht wahr? Machen wir das Feuer da hinten mal kaputt. Vielleicht ist da ja so eine kleine Münze drin oder sowas. Naja. Diese Ebene auf jeden Fall hatte Potenzial. Ich habe es jetzt nicht ganz ausgeschöpft, aber naja... Let's go. Klar, das Zeichen der Maschine war auf der Karte. Stimmt, verdammt nochmal. Das habe ich leider nicht so kombiniert. Naja, ich will jetzt auf jeden Fall meine Kerze einsetzen. Ich kann Feuer einsaugen. Und was bringt es mir genau? Ich kann Feuer einsaugen. Jetzt habe ich es begriffen. Das war eigentlich nur ein Zufall. Ich wollte eigentlich nur die Gegner. Also ich wollte es einfach einsetzen. Ich dachte, vielleicht passiert irgendwie irgendwann etwas. Okay, interessant. Und hier haben wir eine Bombe. Das ist schon mal sehr schön. Aber es passiert irgendwie nichts. Ich kann damit nichts machen. Also ich habe das Feuer eingesogen. Und was jetzt? Das ist die Frage. Vielleicht muss ich erstmal einen bestimmten Abschnitt finden. So 10 oder so. Erstmal 10 erreichen, damit wir irgendwas Cooles bekommen. Oh, shit. Es hat geklappt, es hat auf jeden Fall geklappt. Hey, Penny Boy. So, einmal kurz hier ranhalten. Er brennt auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass meine Tränen die Gegner zum Explodieren bringen. Aber tun es eigentlich nicht, ne?
Die letzten Gegner sind auch alle nicht explodiert. Okay, so. Gut, wir haben jetzt 6 Flammen. Alles klar, was kann ich mit diesen Flammen anstellen? Ich hoffe auch, wir finden noch diese Bonus-Ebene, damit ich den Boss nochmal bekämpfen kann. Das wird ziemlich cool. Okay, einsaugen. Zack. Oh yes, Stats Boost. Und wir kriegen so ein bisschen auf die Schnauze. Sehr schön. Stats Boost also. Aber die kann ich bestimmt nicht für immer behalten, oder? Nein. What? Da muss es irgendeinen Nachteil geben. Das ist der Stars. Hey, vielleicht könnten wir aus dem Bossrush rausporten. Sehr gut. Lag ab. Okay, okay. Feuer bekommt jetzt auf jeden Fall eine richtig krasse Bedeutung. Gibt es irgendein Item, das irgendwie mehr Feuer macht? Ich glaube nicht, nicht wahr? Okay. Einsaugen alles und der Damage steigt. Nicht viel, aber so ein bisschen, nicht wahr? Und wir haben jetzt so ein Feuer um uns herum, das jetzt auch so ein bisschen schießt. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich bin froh, dass ich das jetzt irgendwie rausgefunden habe. Die Frage ist nur, welchen Nachteil hat das? Welchen Nachteil hat das jetzt? Irgendwie hat das gar keinen Nachteil. Verrückt, 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 verrückt. Vielleicht irgendwie, wenn ich 100 erreiche, gehe ich in Flammen auf und sterbe. Das könnte ich mir sehr gut bei der Anti... Nee, nicht Antibus, sondern bei der Devil's Harvest mal vorstellen, richtig. Da haben wir es jetzt. So, dich nehme ich auch mit, Trinket. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Du hast mir letztens den Run ein bisschen schmackhaft gemacht, ne? Da hatten wir ja richtig viele Drops. Oh, what the fuck? Okay, cool, 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 cool. Auf jeden Fall kann ich dann gleich die Stars einsetzen, wenn ich jetzt keinen Schlüssel bekomme. Weil ich will auf jeden Fall in den Itemraum rein. Und wenn ich keine Stars-Karte bekomme, tja, dann habe ich halt Pech gehabt. Da muss ich halt die Karte einsetzen, nicht wahr? Ich werde jetzt nicht die Karte für den Boss Rush behalten. Wir werden bestimmt noch andere Karten finden. Hundertprozentig. Die uns rausporten können. Es gibt ja nicht nur eine. Hä? Du bist nicht so besonders Stars, also tu nicht so und gib mir einen Schlüssel, wenn du besonders sein willst. Es ist Bombsaki? Pretty Fly. Okay, das ist noch mein Orbital um uns herum. Sehr schön. Ja, dann lass mal kurz reinporten. Oh, der D6. Ach, ich... kann ich nur das... Okay, okay, folgendes. Ich krieg ein plus 2 Damage. Folgendes, warte mal. Warte mal, was? What? Ist das ein Bug? Guck mal, ich bekomme ganze Zeit Stats dazu. Was ist das denn für ein Bug? Not sure if this absichtlich oder ob ich gleich sterbe. Ja, also ich kann mich bewerben als Bugtester. Ich finde die Bugs, Mann. Ich kann mich gern bewerben als Bugtester. 15 Luck. Ja, okay, cool. Bekomme ich noch vielleicht Tears Up oder sowas? Okay, oder Damage Up? Komm schon. Gut, lassen wir das jetzt erstmal, nicht wahr? Ha! Oh, hier ist nicht der Boss gewesen. Okay. Ja. Da habe ich nur ein Feature genutzt. Jetzt läuft mir etwas aus. Ekelhaft. Okay. Ich frage mich, in was wir uns noch verwandeln können. Hier war ich schon. Okay, dann bekämpfen wir jetzt den Boss und werden wahrscheinlich den Devil Deal nicht mitnehmen können. Wir müssen wieder auf Angel Deals gehen. Also wir kriegen jetzt hier so ein HP-Upgrade von dir, Kollege. Okay. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Eigentlich wollte ich den D6 nur einsetzen, um, naja, du weißt schon hier, ne? So, halt. Health up? Warte mal. Oh Gott. Okay, das ist 9 Leben. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Nimm das mal mit. Full Health. Und jetzt können wir uns das hier mitnehmen. Was ist das denn hier? Death from below. Hellbeam. Oh, Hellbeam? Oh. Oh ja, Feuer einsaugen. Feuer einsaugen. Aha. Okay. Ich bin gerade richtig verwirrt, Mann. Okay, wir haben jetzt ein Hellbeam. Wir haben ein bisschen die Stats ausgenutzt. Aber hey, gut, Hellbeam. Weiß ich nicht gerade, ob ich das cool finde, diesen Hellbeam. Also der ist auf jeden Fall cool, aber ob er jetzt gerade cool ist, weißt du? Weil wir davor eigentlich was Cooleres hatten, glaube ich. Okay, der brennt auf jeden Fall. Das gefällt mir. Und ja, ich glaube, ich muss mit der Maus spielen, nicht wahr? Geht das nicht?
Geht das nicht? Geht nicht mit der Maus? Was ist das denn? Scheiße, kaputt bei mir. Alles kaputt. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. So, Hell Brimstone. Von oben. So. Ich habe irgendwo was im Trailer, wo auch so ein Hell Brimstone kommt. Und dann gab es auch einen richtig geilen Sound. So. Hier ist er jetzt nicht, ne? Ich frage mich, wo ich das gesehen habe. Kann ich irgendwie die Länge des Brimstones beeinflussen? Und wie sieht es aus mit Quadshot und sowas? Triple Shot. Jetzt geht's los, ne? Jetzt würde ich gerne, wenn ich schon dieses Item habe, auch ein paar, okay, da ist dieser Raum übrigens, wo wir wieder spielen können. Ich hoffe, diesmal klappt das, auch wenn ich jetzt so ziemlich wieder die Nacht ein wenig durchgemacht habe. Scheiße. Zip, zip, zip. Nee, das lassen wir liegen. Die Kiste machen wir lieber das hier, alles kaputt. Hallöchen. Achso, Feuer einsaugen, Feuer einsaugen, Feuer einsaugen, ne? Ich denke gar nicht an das Feuer. Wahrscheinlich habe ich schon sehr oft Feuer übersehen, ha? Okay, wir haben so viel Luck ab, dass wir jetzt so viele Münzen bekommen. Das ist crazy. Also in jedem Kackhäufchen ist so ziemlich was drin, außer in dem meiner eben gerade. Es wäre cool, wenn ich jetzt noch ein blaues Herzchen bekommen könnte. Damit wir gleich unser rotes Herzchen irgendwie opfern können. Das wäre cool. Ich meine, ich habe 9 Leben. Falls es schief läuft, lebe ich wieder. So, ich glaube, der Shotspeed ist ein bisschen kacke, ne? Dass wir da so ein bisschen zu viel Shotspeed haben. Also das hier ist Strength. Okay, das könnte man einsetzen eigentlich. Strength. Let's go. Boom. Und der mit der Bombe und dem Münzchen. Ja, dann lass uns mal ganz kurz zurück. Strength einsetzen, dann nimmt er dieses Herzchen, was uns so oder so verlassen wird. Aber vielleicht funktioniert das auch nicht so wirklich, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, interesting, interesting, interesting. Okay, vielleicht machen wir erstmal den Brimstone. Oh, was war das denn? Kleine Babyfledermäuse. Erstmal den Itemraum. Kakao. Ich hab keine Tränen mehr. Ich mag Kakao. Das ist eines meiner Lieblingsitems. Aber vielleicht... Oh nein. Oh, what? What the fuck? Es lädt sich weiter auf, guck mal. Immer wenn ich einen Raum betrete, lädt sich das weiter auf. Oh, ich wollte Strength einsetzen, aber ich bin gerade so Feuer, 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 Feuer. Ich bin gerade so verwirrt von allen Dingen hier. Welches hat gebrannt? Das da? Welches hat gebrannt? Ich hab's nicht gesehen, weil alles um mich herum brennt. Oh Gott, diese Folge ist eine Katastrophe, habe ich das Gefühl. Wir haben jetzt zweimal Strength. Okay, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Oh Mann! Ich bin irritiert einfach nur. Ich bin zu sehr irritiert. Okay, let's go. Hier, Feuer einsaugen. Feuer einsaugen. Boom, 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 boom. Wir brauchen einen Tierschab, unbedingt. Ich verstehe das hier nicht. Okay, einsaugen, bevor ich das aussehen kaputt mache. Und ich bin gestorben. Okay, cool, cool. Ich habe jetzt ein blaues Feuer um mich herum. Gut, wir saugen jetzt alles ein. Wir finden uns wieder. Unser inneres irgendwas. Und, ach, Mann, Kakao ist ja gar nicht gut damit. Ich dachte, vielleicht ist es eine gute Kombination. Man weiß ja nicht, nicht wahr? Man weiß ja nicht. Okay. Blablabla. Es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, dieses Item. Wo ist mein Brimstone? Da ist der, ja. Okay, ist nur komisch, dass man ihn nicht steuern kann mit Maus. Das wäre um einiges einfacher. So. Gleich erreichen wir das Hunderte an Feuer. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Womp-Ebene zum Beispiel... Gibt es dort überhaupt Feuer? Gibt es dort Feuer in der Womp-Ebene? Das frage ich mich. Naja, weiter geht's. Wir haben auf jeden Fall irgendwie unsere Devil-Chance nicht verringert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ha? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich hoffe, wir finden noch ein Space-Item, das wir dann so ausnutzen können. Außer es war jetzt irgendwie so einmalig, was ich dort hatte. Achso, wir haben ja unser Trinket. Das heißt also, wir könnten ruhig hier die Kackhäufchen kaputt machen für geilen Stuff. Okay, jupp, nehmen wir mit. Ist besser als nur ein Herzchen und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Bloß jetzt nicht irgendwie Feuer übersehen. Ich hab's halt nicht gesehen, wo das Feuer war. Es war... Irgendwie war da zu viel los, Mann. Zu viel los in der Hose. So, flupp. Wir werden sicherlich noch eins finden, hundertprozentig, klar. Okay, nicht die Steine angreifen. Ach so, so sieht der Stein aus, wo ich... Ah, verstehe. Jetzt habe ich natürlich nur keinen Schlüssel, das ist das Problem. Vielleicht finden wir noch hier einen. Oh, wir haben keinen Schlüssel. Vielleicht im Kampfraum kann ich machen. Und dann gucken wir mal. Ja, das ist natürlich perfekt, das ist der Boss, um jetzt zu bekämpfen mit diesem Teil hier. Vlop, 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 vlop. Und... Blub, 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 blub. Wir werden auf jeden Fall Strength, glaube ich, im Devil Deal einsetzen. Falls ich ihn jetzt gleich bekomme. Komm schon. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen mit dem Feuer attackieren. Beziehungsweise mit dem Cube of Meat oder sowas. Okay, das war ein bisschen zu in dir. Alles klar, alles klar, alles klar. Wohin entwickelt sich dieser Run hier?
Mr. Squeezy, das ist sehr schön. Das hat mir jetzt gefehlt. Ah, nein, Feuer einsaugen. So, noch ein bisschen mehr Damage dazu bekommen. Denn irgendwie, warte mal, mit Kohle. Okay, wir haben Kohle bekommen, das ist schon mal sehr schön. Aber kein Schlüssel wiederum. Bombs Aki. Es ist Range Down. Es ist, denke ich mal, okay, verkraftig. Tut jetzt nicht so weh. Ich brauche einen Schlüssel, denn ich will diese Bonusebene machen. Leute, diese Kackkäufchen, die können uns bestimmt keine Schlüssel geben, oder? Was haben wir hier? Something's... Irgendwas. Ich brauche jetzt unbedingt einen Schlüssel. Ich könnte ihn aus dem Supergeheimraum herbekommen, aber... Puh, was weiß ich, wo der Supergeheimraum hier ist. Also der Geheimraum auch. Der normale wäre ja schon gut zu finden. Okay, weißt du was? Ich öffne dich. Ach. Schade, 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 schade. Nicht, dass wir hier... Hier drin war ja auch nur noch eine Karte. Okay. Der Geheimraum. Könnte hier sein? Ne, war eher weniger, dass er hier sein könnte. Hier gab es ja nur noch diese Items. Ich schnapp mir noch eine Bombe, damit wir ein bisschen mehr sprengen können. Okay, okay, okay. Folgendes. Wir schließen jetzt erstmal kurz aus. Da kann er nicht sein. Hier kann er nicht sein. Er könnte hier oben sein. War das richtig gesprengt oder nicht? Ich guck mal ganz kurz, ob ich es irgendwo anders finden kann. Pass auf, hier zum Beispiel. Ja, das spricht eher dafür, ne? Das spricht eher viel dafür. Alles klar, das war er nicht. Das heißt also, der Geheimraum befindet sich... Ah, scheiße. Hier? Nein. Habe ich hier vielleicht falsch gesprengt? Ja, dann muss er hier sein, ne? Zwischen den Kampfräumen, klar. Klar, klar. Wieso habe ich da nicht direkt gesprengt? Ah, Mann, wir haben hier eh nichts gutes Zeug. Feuer einsagen. Ah, wir kommen nicht in diese Bonusebene rein. Ach... Die Kackhäufchen sind vielleicht die einzige Hoffnung jetzt hier, dass die irgendwas droppen. Flop. Nee. Den Supergeheimraum hätten wir vielleicht auch noch suchen können, aber hätte Fahrradkette, nicht wahr? Ich komme hier leider nicht rein in diese Ebene. Vielleicht werden wir noch auf der nächsten Ebene eine Bonusebene sehen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Soll ich mal in den Dark Room gleich gehen oder was? You feel gifted? Oh, was heißt das? Ich, okay. Ich dachte erstmal ein Gift, aber das ist ja falsch, hä? Ich fühle mich beschenkt, oder? Also das soll es heißen. Was habe ich denn bekommen? Fühle ich mich beschenkt, weil ich 69 habe? 69 Feuer? Okay, hier ist natürlich jetzt im ersten Raum den direkten Schlüssel. Oh, ja. Guck mal, Leute. Guck mal. Achso, ich brauche jetzt eine Bombe natürlich. Yes, wir haben ihn wieder. Ich habe auch den Small Rock gesehen. Kannst mir nichts vormachen hier. Apple. Okay, what? Number one Tisch up. Jetzt haben wir einen gelben Brimstone. Die Musik ist ja leider auch nicht. Ich habe es wahrscheinlich falsch installiert oder sowas. I don't know. Naja, bald kommt ja die, bessere Version. Wow, der schießt ja jetzt richtig schnell und flott, die Karotti. So. Und was haben wir hier? Eine Batterie. So, ich brauche mehr Feuer. Feuer. Ich will die 100 erreichen unbedingt. Und You Feel Gifted finde ich auch super. So, zack. Das machen wir auf jeden Fall. Erstmal bekämpfen wir aber den Boss und versuchen, den Deal zu bekommen, nicht wahr? Das ist erstmal Grund Nummer 1 hier, was man auf der Ebene machen sollte. Sehr gut. Wow, mit Number One schießt er echt verdammt schnell. Vielleicht sogar zu schnell. Oh, what the fuck? Weiß nicht, ob Bug oder cooles Feature. Ich finde es irgendwie cool, dass du hier reingehst und es direkt losgeht. Ich finde es irgendwie cool, sehr cool. Glaube ich, vielleicht auch nicht. So. Number One. Und warte mal, was? Rare Key returned us to where it belongs. Aber ich bin dort noch gar nicht auf dieser Ebene, wo ich das hinpacken soll zum Belong tun. Aha, okay. Ich brauche unbedingt mehr Damage, aber ich sehe hier leider kein Feuer. Ich hoffe, ich übersehe keins. Im Shop ist, ne, meistens Feuer. Deswegen gehen wir da auch auf jeden Fall rein. Und hier ist doch Feuer. Und irgendwie ist alles auch gererollt worden. Pass auf. Wir gucken jetzt erstmal hier Pandoras Box. Gibst du mir cooles Zeug? Achso, stimmt ja jetzt. Stimmt. Wir bekommen jetzt die ganze Zeit irgendwelche Stats Boost. Oder? War das nur ein... Ja, doch, wir bekommen Stats Boost. Ja. Cool. Damage plus 2,23. Holy shit. Okay, das ist krass. Also, Space Items bekomme ich nicht, aber passive Items, würde ich mal sagen, bekomme ich, nicht wahr? Eine Leiter brauche ich jetzt, denke ich mal, nicht. Vielleicht finden wir noch... Mystery Gift. Warte mal, lass mal kurz... Ach. Gibt es ja nicht. Space Items. Immer noch nicht übrigens.
Damage. Okay, das ist aber ein passives Item, das mir Damage dazu gibt. Das geht also, okay. Gut, 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 Groot. Schon wieder die Leiter? Na, behalte ich erstmal mein Geld. Okay, okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Schön Feuer einsaugen, nicht wahr? Ich will schön Feuer einsaugen. Gut, vielleicht braucht man, um das zu öffnen, auch, also kann man diesen Schlüssel hier mitnehmen. Das ist interessant. So. Sehr nice. Oh, das Zielen ist manchmal nicht so einfach. Okay, kriegen wir noch eine Bombe? Das wäre super. Ihr spuckt Bomben, ihr verdammten Angeber. Oh, Feuer einsaugen, Feuer einsaugen, Feuer einsaugen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur testen. So, flups. Habe ich da gerade was geschossen, als ich Feuer eingesaugen habe? Irgendwas habe ich geschossen, habe ich das Gefühl. Geld oder sowas. Okay, okay, okay. So. Arcade Room, sehr gut. Mit unseren Strength-Karten können wir... Oh, Mann, du bist so einer. Ach, du bist natürlich jetzt ein kleiner Spielverderber. Ich habe auch was ganz anderes gehofft. So, wir können gleich in die Bonusebene rein. Da freue ich mich. Oh, Bombe. Hole ich mir mal ganz kurz. Wozu habe ich eigentlich... Wollte ich die Bombe? Wozu? Wozu wollte ich die? Um einmal zu rollen? Warum wollte ich unbedingt eine Bombe? Egal, komm, wir öffnen das jetzt hier mal ganz kurz und gehen rein in die Bonusebene. Mal gucken, was uns dort jetzt erwarten wird. Ich bin schon mal sehr gespannt. Curse of the Immortal. Okay. Okay, 100% Deal haben wir jetzt. Sehr schön. Den Boss haben wir ja bekämpft, nicht wahr? Auf der Ebene. Let's go. Wir haben wieder keine Musik, also es ist auch nicht so gefixt, die Version. Aber ich habe eigentlich nur den neuen Ordner, der mir gegeben wurde, in den alten Ordner reingepackt. Als ich den neuen Ordner nur installiert habe, also reinkopiert habe, ist mir aufgefallen, okay, der ist viel kleiner und ich habe das Gefühl, oh, mein Feuer schießt Tränen, okay. Und, ja, ich hatte auch nicht die neuen Charaktere, als ich das dann einfach so eingesetzt hatte. So, ich will Feuer. Manchmal kommt ja hier die Musik, wenn du einen Raum betreten hast. So, der Zacki-Zacki-Raum ist ja kein Zacki-Zacki-Raum, wo du dran spielen kannst. Ach, ist das wieder eine super Folge hier, muss ich sagen. Ist das wieder eine super Folge hier. Blablabla. Blablabla. Sehr gut. Ja, mit dem Schlüssel. Und wir gehen hier rein und gucken mal, was wir so finden können. Wie zum Beispiel Feuer. Sehr gut. Ich will das 100 erreichen, Mann. Die 100. Ich will das 100 erreichen. Komm schon, Mann. Okay, lass uns erstmal den Boss wegklatschen. Mal gucken, vielleicht ist es ein neuer Boss. Es ist... okay. Aber wir machen gut Damage. Wir machen gut Damage. Autsch. Oh, shit. Das ist ein fieser Raum, Mann. Und vor allen Dingen hatten wir eine 100%ige Chance für Devil Deal. Und jetzt haben wir plötzlich nur eine 33%. Geil. Geil, 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 geil. Darauf stehe ich total, Mann. Gut, wir klären jetzt die komplette Ebene. In der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwo Feuer finden. Das ist meine einzige Aufgabe, Feuer zu finden und das dann zu löschen. Passt wahrscheinlich zu der Geschichte, zu dem Charakter, aber ich habe ehrlich gesagt schon vergessen, wie unser Charakter heißt. Und, ja, kenne mich nicht so aus mit den Geschichten, biblischen Geschichten oder keine Ahnung, woher du kommst, Kollege. Gut, Zacki-Zacki-Raum werde ich auf jeden Fall auschecken, in der Hoffnung, dass ich dort reingeportet werde mit einer roten Kiste oder sowas. Dankeschön für das Geld. Und den Itemraum soll ich auch auschecken, nicht wahr? Wäre vielleicht nicht schlecht. Holy shit, Feuer. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, wir den Punching Bag mit. Schlüssel habe ich jetzt keinen bekommen. Wir sind ja auch auf der ersten Ebene erst, ne? Genau, 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 genau. Curse of the Immortal. Weiß ich nicht, was ich da... Was das Teil macht. So, her mit dem Bombenbag. Juhu. Da gibt es eine Bag-Transformation. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier sehr viele Superformen. Oh, Moment mal. Das sind die Typen, die viel mehr aushalten, ne? Deswegen Curse of the Immortal. Ah, verstehe. In jedem Raum ist einer etwas unsterblicher, nicht wahr? Aber nicht ganz unsterblich. Ist immer noch tötbar. So, und ich guck mal ganz kurz, ob ich mich hier vielleicht reinsprengen kann. Dann muss ich kein Leben opfern. Nee, tatsächlich nicht. Okay, pass auf. Dann gehen wir rein. Okay, hier ist ein bisschen Money. Okay, okay, okay. Temperance. Gut. Setzen ein. Streng einsetzen, streng einsetzen. Jetzt können wir hier dann spielen und ein bisschen Money machen. Mal gucken. Da können wir auch nicht was kaufen, ha? Das ist doch gut. Das ist sehr gut. So, und ich bekomme Schaden und verliere kein Feuer, nicht wahr? Nicht, dass ich jetzt gesehen hatte. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Wir haben ja keine Space-Items. Ich hab's ganz vergessen. So krass kann mein Gehirn jetzt nicht umdenken. Hör auf damit. Wo ist denn der Shop? Da oben ist der Shop. Okay, den checken wir jetzt mal ganz kurz aus. Hier kann nicht der Geheimraum sein. Shoppidoppi. Oh, du hast hier gar kein blaues Herzchen. Ich war mir sicher, du hast ein blaues Herzchen. Refill. Oh, jetzt haben wir 5 Münzen und 11
Bomben. Das ist kacke. Okay, wir haben aber Riffle. Also, Mischtechnik, ne? Riffle ist irgendwie eine besondere Mischtechnik, hat mir jemand gesagt. Ups. Und ja, gut, jetzt haben wir ein bisschen unsere Sets geriffelt und hier ist dann gleich der Bosskampf. Und diesmal sind wir nicht so stark, vor allem haben wir auch nicht so viel Leben. Das heißt also, wir müssen uns gleich richtig, richtig Mühe geben. Und vielleicht ein Space-Item finden und ein bisschen cheaten, ne? Oder ein Feature nutzen. Irgendein kleines Feature nutzen. Hey, blaues Herzchen, Hallöchen. So, und das wäre cool, wenn wir fliegen könnten, nicht wahr? Sag mal her, schon wieder keine Musik. Ich hoffe, es wird bis morgen gefixt. Morgen kommt das ja raus und ich hoffe, es wird bis dahin gefixt. So, Feuer? Kein Feuer, komm schon. Where's the fire? Give me the fire. Boom, die Musik würde wahrscheinlich so klingen. Oder nicht, keine Ahnung. Hier ist ein Raum, ein besonderer Diversity. Können wir gleich mal testen. So, erstmal diesen Typen hier erledigen. Erstmal diesen Typen hier erledigen und jetzt darauf achten, welches Feuer brennt. Okay. Ist jetzt sehr einfach. Okay, ist einfach nur ein Kreis. Okay, jetzt wird's. Black Powder, okay, vielleicht soll ich nicht alles aufheben, was hier. Okay, zack. Zack. Ich hab's geschafft, Mann! Die Musik! Das hab ich schon! Das hab ich schon, Mann! Was? Nein! Was ist das für eine Folge? Oh nein! Warum gibst du mir schon etwas, was ich habe? Du wolltest das bestimmt unbedingt zeigen, dass das ein neues, cooles Item ist. Achso, man kann hier rüberhüpfen. Ah, das macht das Ganze ziemlich cool, den Bosskampf. Oh, da habe ich schon geschafft, aber das Pattern war ja richtig, ne? Als würden die denken, okay, der hat das erst nicht gedacht, obwohl das voll einfach war. Wir müssen irgendwie einen Trick zurück, damit der Saft, Mann. So haben wir es jetzt. Jetzt ist das noch einfacher. Ach, scheiß die Wand an, ey. Scheiß die Wand an. Jetzt haben wir Double Brimstone from Hell, a Buff of Doom, of Destruction. Cool. Ja, wenn jetzt wenigstens zwei Stück fliegen könnten, nicht wahr? So, wir haben auf jeden Fall die Karte, dass wir rerollen können und einmal nochmal rerollen können mit einer Maschine. Das heißt also, der nächste Itemraum wird ziemlich crazy, beziehungsweise vielleicht sogar im Devil Deal, oder? Weiß ich nicht, Mann, weiß ich nicht. Lass uns erstmal den Itemraum angucken. Vielleicht wird er ziemlich geil. Wir haben auf jeden Fall einen krassen Luck, das ist halt, weißt du, würden wir jetzt Tränen haben, würden wir die ganze Zeit Razor Blades schießen. Scheiße, Mann. Das ist ein Space Item, welches ich trotzdem mitnehmen kann. Bringt das was? Okay, Feuer einsaugen, genau. Ich habe die ganze Zeit vergessen, dass wir dieses Item haben. So viele neue Sachen hier. Ich glaube, ich nehme das hier mit, einfach damit ich bewaffnet bin für den Bosskampf. Hier, nee, scheiß drauf. Wir hoffen einfach mal. Ich glaube, ich behalte das auf jeden Fall im Devil Deal, dass ich da rerollen kann. Ich glaube, das wird eine gute Idee. Das wird eine richtig gute Idee. Zack, zack. Ich hoffe, wir bekommen noch einen, aber müssten wir eigentlich. Autsch, ich sehe hier nichts, was hier abgeht. Oh, wir werden riesige Razorblade-Kakaokugeln schießen. Oh, das fällt mir gerade auf. Okay, den Kollegen müssen wir unbedingt töten, weil der gibt richtig schön Punkte. Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich werde beim Boss sterben, ne? Ich habe das Gefühl, ich werde beim Boss sterben. Ich bekomme ziemlich viel Schaden gerade. So, pass auf, erstmal töten wir dich. Boom. Boom. Okay. Und jetzt erstmal dich erledigen, du Nervensäge. Was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine längere Range haben? Bleibt der Strahl dann länger? Achso, stimmt ja, wir haben ja Black Powder. Damit können wir auf jeden Fall Kreise ziehen und das sollte man nicht unterschätzen. Macht auf jeden Fall gut Damage eigentlich. So, hat mir einmal im Streak jetzt ein bisschen den Arsch gerettet. So, dann lassen wir jetzt mal den Boss bekämpfen. Es ist... Boah, piep schon wieder. Verdammt nochmal, was habe ich denn gemacht, dass du jetzt die ganze Zeit auftauchen musst? So sehr habe ich dich jetzt auch nicht gern, ganz ehrlich. Ich bin einfach nur ehrlich zu dir.
Boom. Kein Devil Deal, dafür diesen Schlüssel jetzt. Und wir müssen jetzt diesen Boss bekämpfen. Uff. Da weiß ich ja nicht, ob das jetzt gut laufen wird oder nicht mit zwei Herzchen. Wir haben nur ein Leben. Theoretisch können wir dann irgendwas anderes machen. Aber ich habe das Gefühl, wir werden einfach nur gleich auf die Schnauze bekommen. Gut. Lass mal kurz hier rerollen, ein paar blaue Herzchen holen. Achso, hier ist Feuer übrigens. Man könnte mal vielleicht ein bisschen drauf achten. Danke. Das ist gut, denke ich mal. Die Blank Cards. Willst du eine Jera haben, was? Okay, pass auf. Ich hole mir ganz kurz dieses Geld hier. So, pass auf. Dann hole ich mir jetzt die Blank Card, mache die Riffle-Maschine und kann dann im Itemraum riffeln. Ja, das ist gut, glaube ich, ne? Okay, Space Item. Fall nicht drauf rein. Es ist eine Lüge. Alles eine Lüge. Space Item. Dann nochmal. Kompass. Ach, ich brauche aber Herzchen, damit ich überlebe. Scheiß auf den Kompass. Irgendwie kommen wir schon irgendwo an, nicht wahr? Aber wenn wir tot sind, kommen wir nicht mehr irgendwo an. Sondern sind nur noch da, wo wir nicht sein wollen. Ja, so genau. Puh, war das philosophisch, hä? Komm schon. Okay, da ist noch ein blaues Herzchen und ein neues Item. Was ich keine Ahnung habe, was das macht. Deswegen will ich ein bisschen Geld dafür sparen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Perforon? Nee, ich behalte das. So. Let's go, machen wir den Boss fertig. Ich muss suddenly extrem krass pinkeln. Okay, ist die Aufregung wahrscheinlich. Alles klar. What? Und rüber. Oh shit, Mann. Was ist da los? Oh, wenn du nicht fliegen kannst, ist ja ziemlich crazy, der Kampf hier. Okay. Cool. Das Springen ist sehr eigenartig. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Er ist tot. So easy war das. Holy shit, war das easy. Okay. Gott, hatte ich Glück. Scheiße, Mann. Habe ich irgendwo Feuer übersehen? Ich habe bestimmt irgendwo Feuer übersehen, oder? Ist das denn jetzt der einzige Boss so? Oder hat die Ebene noch mehr zu bieten? Soll ich mal in den Dark Room gehen? Ich kann ja mal versuchen, in den Dark Room zu gehen. Da stellt euch mal vor, mit meinen Items in der Chest jetzt hier Perforo und dem Item zu rerollen. Wenn ich das jetzt nicht im Devil Deal einsetze, Dann gehen wir auf jeden Fall in die Chest. Wenn ich das im Devil Deal einsetze, werde ich wiederum... Okay, jetzt soll ich aufpassen. Wenn ich das jetzt einsetze im Devil Deal, gehen wir halt in den Dark Room. Weil dann ist es auch egal. So, mal gucken. Vielleicht haben sie was im Dark Room geändert oder sowas, ne? Auf jeden Fall soll ich mir auch die Credits angucken. Wird gemacht, Mann. Wird gemacht. So. Im Angel Deal ist auch noch Feuer, nicht da? Oh Gott, damit zu... Ja! Das ist ekelhaft, damit zu treffen. So, Feuer. Hier ist Feuer. Ups, hab dich. 82 haben wir. Und ich weiß schon, wie viel Feuer ich übersehen habe. Und die Kommentare dann wieder. Du hast so ungefähr. So lese ich sie in meinen Kopf. So. Okay, dankeschön. Ja, mit der Kohle. Ich wollte eigentlich noch was schnappen, aber ich hatte eh nicht genug Geld, ne? Für das Item im Shop, leider. So, pass auf. Ich lege hier eine Bombe. Okay, das war ein bisschen jetzt leichtsinnig. Oh, shitty. Okay, der spawnt so eine Kacke hier. Alles klar. Was ist das hier? Eine Joker-Karte? Ist so fahrt. Okay, vielleicht eine Boards of Steel-Pille? Bioparty? Bad Trip? Nope. Da bleibe ich lieber hier bei meinen Karten. Die sind ziemlich cool. Was machst du denn hier, Bombo? Bombo, was machst du hier? Sind das so deine Kollegen, mit denen du jetzt abhängst? Cool, Bombo. Ich gehe mal kurz hier rein. Weil ich das Gefühl habe, dass hier... Okay, nur der Kampfraum ist. Ich dachte, da ist vielleicht... Der Itemraum. Komm, wir gucken mal kurz rein in den Kampfraum. Es ist nur eine normale Kiste, wo vielleicht zwei blaue Herzchen drin sein könnten. Wer weiß. So, Zacki-Zacki-Raum ist auf jeden Fall ziemlich nah bei uns. Das gefällt mir sehr. So, einmal sprengen. Boom. Biff, buff, buff. Und okay. Die Pille war eine Bad Trip-Pille, richtig? Schon wieder fast vergessen. War da Feuer im letzten Raum? Nein, ne? Ich glaube nicht. Naja, lass checken. Hier bei Satan gibt es auf jeden Fall ziemlich viel Feuer. Also es wäre auch auf jeden Fall ein Grund, zu Satan zu gehen jetzt wegen dem Feuer. Das sind aber tolle Items, Mann. Blind Tiash. Das wird abgefahren. Ich kann mich gar nicht mehr halten. Okay, das ist Opfer. Ich komme schon. Cricket's Head oder so? Ja, Bob's Rotten Head. Stimmt, wird er zum Space Item und gibt uns jetzt noch plus 3 Damage. Holy shit. Okay, und mein Shotspeed wird irgendwie ziemlich krass. Ist das vielleicht ein Nachteil? Nee, das wäre ja kein Nachteil, hätte ich nicht diesen Brimstone. Wegen dem Brimstone ist es jetzt ein Nachteil, dass ich hier jetzt... Dass sich das so schnell bewegt und ich das nicht genau treffen kann. So, bisschen Kohle. Feuer mitnehmen.
Feuer mitnehmen. Mal gucken, was bei 100 passiert. Ich habe das Gefühl, nichts. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Wenn man nichts erwartet, dann kann man am besten überrascht werden, nicht wahr? Emperor. Ja, Boss Rush, Hush, können wir alles von der Liste streichen. So. Okay, komm schon. Sehr gut. Kann es auch sein, dass Delirium verändert wurde? Kann das sein? Ich glaube, Delirium wurde verändert, nicht wahr? Kann das sein oder bin ich gerade falsch? Also wenn Delirium auftaucht, werde ich versuchen, zu Delirium auch zu gehen. Aber ich glaube, Delirium... Also in den Kommentaren hat jemand gesagt, oder irgendwo im Steam Workshop oder wo? Nee, das kann ja gar nicht sein, im Steam Workshop. Irgendwo habe ich es gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo. Dass die Void-Ebene echt hübsch ist, kann das sein? Naja, so, let's go erstmal. Ist das hier schon die Morm-Ebene? Ist immer noch nicht die Morm-Ebene. Ho, ho, ho. Brownie, hey. Leider kein Feuer für uns. Oh, das ist ekelhaft hier. Das ist ekelhaft hier gegen dich zu kämpfen. Vor allem, weil ich dich nicht treffen kann. Oh, scheiß die Wand an, ey. Scheiß die Wand an. Ich treffe ihn einfach nicht. Er hüpft hier die ganze Zeit. Oh mein Gott, ist dieses Item einfach nur abgefahren. Scheiße, kann ich vielleicht jetzt schießen? War das vielleicht ein Bug eben gerade? Nee, funktioniert nicht, Okay, ich flippe gleich aus. Wenn wir jetzt keinen 6er Würfelraum finden, weine ich. Toll. Toll. Toll, 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 toll. Ja, was mache ich denn jetzt mit euch? Ich springe euch beide. Ein halbes Scherzchen dazu bekommen, okay? Ich meine, ich habe 9 Leben, so theoretisch, ne? Gibst mir immer noch nichts, okay? Ein Stückchen kriegst du? Hey, okay, wir können das ein bisschen Damage abmachen. Ach, stimmt, ja, ist ein Space-Item. Okay. Oh mein Gott, okay, wir ignorieren auch diese Kackhäufchen jetzt und hoffen, dass wir auf dieser Ebene jetzt genug Feuer bekommen, um 100 zu erreichen. Und ich will einfach nur sehen, ob 99 so die Grenze ist oder 100 die Grenze und ob es noch weitergeht oder nicht. Autsch. Krass. Her damit, dankeschön. Ich habe jetzt 2 lilane Feuer. Okay, das ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schlecht ist oder nicht. Ob das andere Feuer... Nee, lila Feuer ist eigentlich meistens... Oh mein Gott, hier werde ich erwischt jetzt und getötet. Oder auch nicht, weil ich plötzlich komische Kräfte entwickle. So, ja, mit dem blauen Herzchen. Dankeschön. So, weiter. Wir setzen, glaube ich, das Ganze in der Chest ein. Ne? Ich glaube, wir gehen dann in die Chest noch. Wir haben ja noch genug Zeit. Ach so, ich muss mal gedrückt halten, ne? Weil wir dann manchmal Razorblades schießen aus unserem Feuer. Genau, weil ja lilanes Feuer auch auf uns schießt, wenn der Gegner nah genug ist. Sehr gut, aber irgendwie merke ich das nicht wirklich. Oh Mann, ich freue mich schon auf das morgendliche Release, damit ich das schön im Steam Workshop downloaden kann. Damit ich hier bloß keine Fehler mache und irgendwie alles falsch installiere und so und es gar nicht funktioniert. So, ist irgendwo Feuer. Ich muss eigentlich in jeden Raum reingehen und einmal kurz Space einsetzen, oder? Das ist, glaube ich, am sichersten, dann vergesse ich es nicht. Einfach reingehen, Space, reingehen, Space, reingehen. Reingehen, Space. Ist nichts passiert, scheiß drauf. Macht ja keinen Unterschied, ich verschwende es ja nicht. Na gut, hier ist jetzt nichts. Das sehe ich jetzt. Muss ich jetzt nicht unbedingt Space drücken, um das zu sehen, dass hier nichts ist. Sehr gut, unser Punching Bag Dude ist auf jeden Fall, ne? Hat uns ein paar Mal den Arsch gerettet. So, was gibt's hier? Irgendwo zufällig Feuer? Nee, ich glaube nicht. Feuer? Irgendwo? Irgendwie? Irgendjemand? Junge, der Shotspeed ist ziemlich krass. So. Sehr gut. Ich finde es gut, dass es auch deutsche Entwickler gibt, also Modder, in diesem Team von Genesis Plus. So verstehen die es vielleicht und sehen dann die Bugs und können es ausbessern. So, ich glaube nicht, dass jemand, der dann kein Deutsch versteht, die komplette Folge gucken würde. Wobei, würde ich glaube ich auch tun, wenn jemand irgendwas spielen würde, was ich gemacht hätte. Okay. Der Itemraum fehlt noch. Hatten wir diese Pille schon? Es ist something's wrong, genau. Something is wrong. Okay. Bisschen Lernkurs, ne, mit Holly. So, da ist auf jeden Fall der Shop. Da kann... ist ein Space-Item. Können wir nicht einsetzen. Verdammt nochmal. Es würde bestimmt gut aussehen. Ja, tut mir leid, dass ich immer vergesse, dass es ein Space-Item ist und ich es nicht einsetzen kann. Aber ich denke mal dran, dass es... Ich denke mal an das Schöne. Verdammt nochmal. Kein Space-Item ausnahmsweise mal, ne? Das ist ja ein Wunder. Job, komm mit, Kollege.
Kann ich dich auch ab und zu schießen und du machst gut Damage? Oh, wie funktioniert das mit Tamiset? Wahrscheinlich schieße ich in alle Richtungen so ein Brimstone. Oh, das wäre so cool, aber... Verdammt nochmal, du ruinierst alles, Xafan. Du ruinierst alles, Xafan, mit deiner süßen Kerze. Alles kaputt gemacht hast du mit deiner süßen Kerze. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Feuer finden jetzt. Okay, das Timing ist auf jeden Fall nicht gut. Okay, jetzt. Okay. Bis ich sie damit umgelegt habe, Junge, ist Weihnachten. Deswegen kämpfen wir jetzt erstmal so gegen die. Und ich gehe in die Chest. Ich will dort rerollen, vielleicht neue Items finden. Neue tolle Space-Items, die ich nicht einsetzen kann. Ja, es tut immer noch weh. Oh, schade. Utero 1, let's go. Gucken wir mal, wo wir hin können. Da sind wieder die Augen, nichts machen. Außer nur rumstehen. Lass gleich mal einen am Leben. Warte mal, irgendwie sterben die überhaupt nicht. Die sterbt nicht. Die sterbt nicht. Okay, die sterben nicht. Das ist natürlich mega cool. Aber wisst ihr, wer sterben kann? Richtig, ich. Ha, sind die Brimstone, also scheißen die einfach auf den Brimstone? Sind die Brimstone resistent? Das ist eine böse Kiste, die setze ich nicht ein. Infested. Wir haben außerdem so viel Luck, dass wir so viele Kisten droppen werden in der Chest-Ebene. Das wird super. Na gut, aber das mit den Kisten droppen können wir auch im Darkroom machen. Da sind ja dann auch Items drin. Also das ist jetzt natürlich jetzt nicht so ein krasser... Oh nein, sagt mir nicht, dass ihr jetzt... Okay, die können nicht sterben. Das heißt also, wir können uns hier durchspringen. Zum Glück habe ich so viele Bomben. Ist nur schade wegen dem Kampfraum. Da würde ich gerne reingucken. Einmal kurz reinglupschen. So, sehr schön. Okay. Gut, dieser Brimstone ist auf jeden Fall nicht meine beste Idee gewesen, aber woher soll ich das wissen? Jetzt weiß ich wenigstens, wie das Item aussieht und die können tatsächlich doch sterben und Damage bekommen. Aha. Wow, what? What? Ich wurde direkt angegriffen von etwas? Komm schon, Mann. Insta-Hit-Room hier, ne? Instant-Hit-Dingsbumskirchen. Ja. So, ich habe die irgendwie bekämpft. Ich weiß aber nicht, wie. Ich glaube mit Chub, nicht wahr? Komm, flieg mal jetzt. Komm schon, flieg. Flieg doch jetzt. Flieg doch jetzt, Mann. Wieso fliegt er nicht? Wann fliegst du los? Na gut, ich kann wahrscheinlich auch mit meinem Cube of Meat attackieren, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich den Schaden gemacht habe. Und deswegen gehen wir jetzt einfach weiter, weil die jetzt irgendwie gar keinen Schaden nehmen. Oder wir kriegen jetzt hier auf die Nuss und sterben und kriegen unseren Devil Deal nicht. Aber ich gebe mein Bestes, den Devil Deal zu bekommen. So, nochmal sprengen, weil das die falsche Seite war. Junge, freue ich mich auf ganz viele dieser komischen Augen. Das wird aber richtig geil, du. Okay, den konnte ich jetzt töten? Verstehe ich nicht. Vielleicht haben die irgendeine Funktion... Oh, Moment mal. Vielleicht ist es gar nicht verbuggt, sondern... ist ein Feature. Boom. Geben wir dir erstmal ein bisschen Geld. Mhm. Vielleicht kriegen wir noch ein paar rote Herzchen. Das wäre super. Ein klitzekleines HP-Upgrade. Mhm, das ist gut. Da könnte ich jetzt an dir spielen gleich und... Nein, das war zu weit. Egal, wir brauchen trotzdem das Leben. Da stand ein Auge übrigens einfach so rum. Es hat mich erwischt, obwohl es nichts tut. Das ist natürlich jetzt auch eine geile Sache, du. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Unsichtbarer. Den müssen wir umbringen. So. Da kam eine Spinne raus und hat mich jetzt umgebracht. Dieser Run, ne? Ich, Damage down? What? What are you talking to me? Oh, cool. War das die ganze Zeit Damage Down? Ich habe Rage Down gelesen. Okay, wow, das ist ein toller Raum hier. Das ist ein toller Raum, wo du direkt reingehst und direkt Schaden kriegst. Das ist ein toller Raum. Gut, ich hoffe, wir finden noch ein paar Räume, die mir instant Schaden geben. Was haben wir hier drin? Okay, der Geheimraum. Scheiß die Wand an, ey. Scheiß die Wand an. Okay. Mhm, der ist tot. Aus irgendeinem Grund kann ich sie jetzt plötzlich töten. Ich habe ihre Schwäche entdeckt. Und zwar ist es die, sie zu attackieren. Vielleicht habe ich sie davor echt nicht getroffen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich hoffe, okay, das hier ist anscheinend der richtige Weg. Alles klar, sehr schön. Also kann man noch nicht sagen, aber sieht so aus, ne? Oh, da war wieder ein Auge. Das stand da vorher nicht, ich schwöre. Da stand da nicht das Auge, ich schwöre. Oh nein. Oh nein, damit zu treffen ist einfach nur... Der Schlüssel ist hier vielleicht noch ein blauer Stein oder sowas. So, ich würde gerne die Credits sehen, weil ich euch Mühe gegeben habe. Aber wenn ich jetzt... Wo kommt das Auge her?
Wo kommt dieses... Das Auge war vorher nicht da. Das war nicht da, nein. Pretty Fly, okay. Immerhin ist jetzt hier der Bosskampf. Und das wird super, weil ich nicht genau zielen kann. So, oh, Scheiße. Was lebt hier noch? Wo kommt die denn her? Wir bekommen einen Devil Deal? Oh. Hm. Hm. Oh ja. Hm. Ist jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Gut. Ich hoffe, wir finden noch Feuer. In der Wurmebene gibt es irgendwie kein Feuer, ist mir jetzt aufgefallen, ne? Es gibt kein Feuer, Mann. Hier Lost Souls. Warte mal, was ist das denn jetzt wieder für ein... Ist es wieder ein Fluch, ne? Hier Lost Souls, okay. Ich weiß gar nicht, was das zu bedeuten hat. Spiele ich jetzt The Lost und bin ein One-Hit-Wonder? So, da ist das Auge. Da ist das Auge. Vielleicht ist es auch die spezielle Fähigkeit vom Auge, dass es einfach nur rumfliegt und einfach so in dir auftaucht. Jo. Alles klar. So, Cage Room, lass mal kurz reingehen hier. Aha. Lass mal kaputt machen hier. Was willst du denn hier schon so... Oh, blaue Herzchen bekommen. Ja, das ist der heiße Scheiß, den ich haben will. Zwei blaue Herzchen bekommen. Das war ja Glück. Das war ja Glück, ja. Luck up, genau. Oh nein, I hear lost souls. Oh, das ist Curse of the... Warte mal, die Ebene sieht so riesig. What? Alter Schwede, Mann. Dieses verkackte Bullshit-Auge. Was macht es? Was macht das für Angriffe? Ich check es nicht. Okay, her damit, her damit, her damit, her damit. Weiter geht's. Sehe ich es die ganze Zeit nicht oder was geht ab? Ich sehe es wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, ne? Ja, du bist ein Auge, das sehe ich. Ist kein Auge im Raum, kein Auge im Raum. Aha. Gut, wir haben immer noch ein blaues Scherzchen, aber die Devil, die Chance ist wieder gering. Da ist ein Auge, schnell töten. Bevor es Auge macht, Mann. Okay, ja, mit der Bombe. Puh, wo könnte der Boss sein? Jetzt nach oben? Ja, versuchen wir einfach nach oben hinzugehen. Da ist ein Auge. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Und teleportierst du dich irgendwo hin? Warte, bist du vielleicht das Fake-Auge und irgendwie das... Bist du vielleicht das Fake-Auge? Ha, interessant. Zum Glück habe ich immer noch genug Bomben. Ja, da geht's, Mann. Weiter geht's. Okay, das ist jetzt ein Raum, der ist unnötig. Scheiße, Mann. Ich würde jetzt gerne eine Emperor-Karte haben. Ich würde töten für eine Emperor-Karte. Keine Spinne drin. Okay, hier haben wir noch eine Reroll-Maschine, die... Also, dieses Item sorgt dafür, dass wir Reroll-Maschinen im, Itemraum bekommen. Richtig, jetzt habe ich's. Ich hab's vergessen. Wie diese Räume heißen, unser Damage ist immer noch nicht sehr gut. Aber machen wir mehr Damage, je weiter weg die... Oh mein Gott, das zieht so an den Nerven. Aber ich will halt meinen ersten Eindruck nicht mit diesem Charakter ver... Was zum Teufel, hier ist der auch der falsche Weg? Ich will meinen ersten Eindruck nicht irgendwie, ne? Ich will ihn mit euch teilen, den ich hier habe mit dem Charakter. Und ja, sonst muss ich dann wieder so schauspielen und sagen, oh was, das ist ein Brimstone, der von oben schießt. Das habe ich aber nicht bedacht. Deswegen nehme ich das Item nicht mit. Moment mal, ich muss sie erst aufheben, damit ihr mir glaubt. So, oh nein. Oh nein, okay, ich konnte nur einen töten. Vielleicht muss ich in der richtigen Reihenfolge töten? Oh nein, schon wieder kann ich nicht in den Kampfraum rein. Was, wenn der jetzt auftaucht vor einem Bossraum, bin ich am Arsch, ne? Wenn der jetzt vor einem Bossraum auftaucht, komme ich nicht rein. Und das ist ein Problem, tatsächlich. Das ist ein Problem, großes. Dann weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Neu starten und hoffen, dass ich dann ihn töten kann. So. Mein Joystick ist halt nicht so empfindlich. Da musst du schon gröber ran und dann fliegt der Strahl bis nach Narnia. So, let's go, it lives. Okay, immerhin hatten wir jetzt hier nicht Pech. So, außer du kannst diese Augen spawnen. Das wäre echt kacke. So. Die blinzeln immer so komisch, okay. Wenn ich getroffen habe. Komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Ja, tut weh, nicht wahr? Okay, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Damage jetzt zu Delirium gehen möchte. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal nach oben. Und hier gibt es ja auch blaues Feuer auf jeden Fall. Ich will die 100 erreichen. Komm schon, gib mir die 100. Auf den ersten Ebenen habe ich halt ein bisschen Feuer übersehen. Curse of the Speed. Oh, shit, 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 shit. Ich bin verlangsamt. Und die sind verschnellert. Und was zum Teufel? Curse of the Speed. So, ich hoffe, du verbrennst jetzt dort, wo du herkommst. So, Infested. Einfach mal einsetzen. Scheiß drauf. Feuer. Kein Feuer. Schade. Kein Feuer. Auf der Chest-Ebene, also in der Chest-Ebene gibt es auch so gut wie gar kein Feuer. Okay, okay. Ist es jetzt die ganze Zeit beschleunigt? Wahrscheinlich mag da jemand die beschleunigte Musik und deswegen hat er diesen Curse jetzt hier erfunden, ne? Habe ich recht?
Wer von euch hat diesen coolen Musikfetisch? Weil ich mag das auch. Okay, das blaue Herzchen habe ich nicht bekommen. Es ist leicht verbargt, dieser Curse. Ha. Das ist die Frage wieder, ne? Dann werde ich neu starten müssen. Also egal, was passiert, ich kann ja immer neu starten, das Spiel. Ich müsste dann nur speichern oder sowas. Ist hier irgendwo eine Spinne, die jetzt wieder runterfallen kann? Irgendetwas ist wieder verschwunden. Irgendetwas ist wieder einfach nur verschwunden. Wenn ich jetzt meine Purple- und Reroll-Maschine nicht einsetzen kann, weil ich den Boss nicht schaffe, weil der Flug so krass ist, mit denen habe ich aber jetzt nicht rechnen können, dann weine ich. Dann weine ich, Mann, dann weine ich. Oh, ich wurde richtig verlangsamt hier. Mein Shotspeed total im Arsch. Scheiße, Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe so gut wie gar kein Leben. Hoffen wir mal, dass der überhaupt reinkomme und hier nicht irgendwie ein Gegner ist, der... Was ist das hier? Das ist something's wrong, okay. I feel drowsy wäre jetzt super. So, macht das alles kaputt hier. Gut, das hätten wir auch erledigt. So ein Polaroid-Effekt wäre auch super. Da machen wir es jetzt so, dass ich mir Schaden mache. Das hier mitnehme und dich mitnehme. Something's wrong. Okay, let's go. Let's try it. Let's kill Isaac, aber der wird so schnell schießen. Noch konzentriert er sich auf ihn. Hier ist heute vor. Sehr gut. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Alter, die Musik dreht er völlig durch, Mann. Ich fühle mich richtig verstört fürs Leben. Okay, lass uns jetzt reingehen hier. Immerhin ist unser Automat nicht umsonst. Und ich habe Plazenta, die mich gerade geheilt hat, sehe ich gerade. Also Polaroid-Effekt oder so nicht. Und man kann es ja versuchen, nicht wahr? So, Diversity. Automat aufgestellt. Und jetzt können wir gleich rerollen, nicht wahr? Oh, das mit der Spritze. Was macht denn die? Die ist wahrscheinlich nicht so cool mit meiner Combo. Wobei, ich mag das. Deswegen nehme ich es mit Needle Shot. Okay, mal gucken. So, ich verwechsel immer die ganzen Spritzen. Okay, 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 okay. Dann lass mal kurz rerollen. Oh, nein, 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 das ist dieses komische Baby, das hatten wir schon mal, das ist kein neues Item, das hatten wir, wir hatten ja schon mal gerne gespielt und nein, danke. Aber es funktioniert mit dem Reroll, okay, das muss ich mitnehmen, aber eigentlich nicht, weil ich müsste jetzt etwas mitnehmen, was es verändert, Triple Shot oder sowas. Stellt euch mal vor, ich finde Triple Shot und ich könnte ja auch mal ganz kurz dieses Item hier aufheben, ein paar Stats Boost bekommen. So, ein bisschen noch mehr Luck up. Oh, das sind aber schöne Items auf jeden Fall, aber ich will lieber... irgendwie Triple Shot bekommen oder sowas, oder? Ich meine, ich werde dann stark. Okay, cool. Aber was bringt mir das schon? Ich könnte das hier mitnehmen, damit ich Jera bekomme vielleicht. Dann kann ich ein bisschen rumjerran. Oder Perfro. Komm schon, Triple Shot oder ein anderes Item, wo ich mir denke, yo, das könnte was werden. Nee. Okay. Ja, zwei Space-Items haben wir jetzt hier. Aha, nein. Zwei Bombschein natürlich jetzt super. Denke ich mal, vielleicht. Gut, wir machen echt wenig Damage. Also vielleicht ein Magic Mushroom wäre jetzt ganz gut gewesen. Aber egal, nein, nein, nein. Das passt schon so. Das passt schon so wie es ist. Und schon bei 53 Minuten, meine Fresse. Meine Fresse. Gut, dann machen wir jetzt mal ganz kurz den Bosskampf. Und ihr versteht ja, worauf ich hinaus will, ne? Ich will halt irgendwie Items finden, die das Ganze jetzt hübsch machen. Triple Shot oder sowas. Magic Mushroom Sensen, geiler Anblick. Keine Frage, aber... es würde halt nichts bringen. Wir würden halt nur mehr Damage machen. Aber es würde nicht hübsch aussehen. Ich will es hübsch aussehen lassen. Komm schon, gib mir Kisten. Was haben wir hier? Berkano. Setzen wir einfach ein, damit es verschwindet aus dem Pool hoffentlich. Autsch, das ist ekelhaft. Zum Glück haben wir hier nicht diesen Fluch mit alles ist 3000 Mal so schnell. Okay. Keine Kiste bekommen. Vorher werden wir hier wahrscheinlich auch nichts finden. Okay.
Okay, okay, okay. Und weiter geht's nach unten. Vielleicht so einen besonderen Raum. Manchmal gibt's besondere Räume, wo einfach der ganze Raum voller Feuer ist und sonst nichts. Aber das ist natürlich ein richtig krasses Glück, so einen Raum zu finden. Sehr schön. Was ist eigentlich mit Gegnern, die Feuer spucken? Gibt es Gegner, die Feuer machen? Wie zum Beispiel diese Fliege, die jetzt explodiert hier. Oder es gibt ja diesen Feuermann. Genau, da wird ja auch Feuer hinterlassen. Kann ich das auch einsaugen? Das frage ich mich. Das wäre ziemlich cool, wenn ja. Boah, jeder Schuss muss exakt treffen. Hier haben wir Black Rune. Aha, aha, aha. Damit können wir auf jeden Fall Items einsaugen und einen Stat-Boost bekommen. Sehr gut. Und machen auch noch Schaden. 40 im Raum. Perfro. Ist all just. Okay, ist auch ganz gut, damit ich den nächsten Raum jetzt hier vielleicht überlebe oder sowas. Oder den Bosskampf. Sehr gut. Aber leider haben wir nichts Schönes bekommen, ne? Leider haben wir nichts Krasses bekommen. Nichts wirklich Abgefahrenes. Das nehme ich einfach kurz mit, damit ich einen Stats-Boost bekomme. So, jetzt das hier mitnehmen. Stats-Boost. Können ja ein paar Bomben legen, damit sie festleben. Und dann, wenn wir sie töten, spawnen da ein paar Spinnen. Können wir jetzt bei dem auch machen. Sehr gut. Ist aber, glaube ich, nicht passiert. Und was ist das denn jetzt hier? Towel Soak Me. Okay, ich soak dich. Alles klar. Ich weiß nicht, womit ich dich soaken soll, aber... Ist aber so oder so ein Space-Item gewesen. Und es passiert jetzt nichts mehr. Oh shit, dieser Raum. Oh shit, dieser Raum. Dieser Raum ist toll. Da muss ich gleich Aldrich einsetzen, Mann. Da muss ich unbedingt Aldrich einsetzen. Okay, erstmal diesen Raum hier überleben. Viel Leben habe ich nicht mehr. Aber wenn ich Aldrich einsetze, habe ich kein, also nichts mehr gegen unseren anderen Kollegen Black Rune. Tada. Stigmata, okay, Damage und HP ab, sehr schön. Ich habe halt sehr viel Luck, ich kann sehr viele Kisten spawnen lassen auf jeden Fall. Deswegen sollte ich das mal testen jetzt hier. Sehr gut. Nee, macht keinen Unterschied, wie nah und wie fern ich da bin, ne? Kohle macht auf jeden Fall keinen Unterschied mit diesem Brimstone. Ist das jetzt Gerard, der raus... Okay, das ist einfach eine Rune, die... Okay, das nehme ich mit. So, Damage multipliziert, plus 5... 60? Echt? Warte mal, wird das verdoppelte Damage eigentlich? Naja, auf jeden Fall machen wir richtig krass Damage. Verdoppelt ist jetzt was anderes. Und Quadshot, let's go, man. Let's go. Wir haben Spider-Baby-Transformation. Alles klar. What the fuck? Oh man, das dauert aber lange, bis da was runterkommt. Hallo? What? Kakao, ne? Es liegt am Kakao, Mann. Ich meine, es sieht gut aus. Wenn es denn mal irgendwann runterkommt. Aber es dauert viel zu lange. Bis es runterkommt. Heilige Scheiße. Deswegen müssen wir jetzt hier dieses Space-Item einsetzen und ganz halt Tiers abpoppen, dass wir das bekommen. Let's go. Minus 8, guck mal. Tier-Delay geht down. Luck geht hoch. Komm schon. Tier-Delay. Komm schon, Tier-Delay. Yes, minus 6. Sieht besser aus. Aber immerhin haben wir jetzt das bekommen, was ich wollte. Und vielleicht setze ich sogar, beziehungsweise nehme gleich die Items mit Black Rune. Ich glaube, das mache ich, yep. Und... Dann machen wir den Boss fertig. Ja, lass mal den Boss fertig machen. Okay, 20er Tier Rate. Müsste besser sein. Ja. Nur noch 20 Sekunden warten, oder was? Nee, ist viel besser, Mann. Viel besser. Sehr schön. Hier ist noch eine Kiste. Die mache ich auch. Scheiß drauf. Und hier ist Blank Rune. Blank Rune. Perfro. Oh, das ist ein Space Item. Blank Rune. Nochmal Perfro. Schade, leider nicht. Okay, wir haben Ultis auf jeden Fall. Gut, die Spinnen machen gut Damage. 7000 oder was war das? 700? Sieht aus wie 7000, das ist krass. So, einsaugen. Leider keinen Boost bekommen, sondern einfach nur Luck up wieder. Wir könnten ja versuchen, noch eine Kiste zu bekommen. So, die Folge geht aber gleich eine Stunde, ey. Fuck my life, fuck my life. Eine Stunde geht die Folge. Oh, was ist das denn jetzt hier? It feels your life, Red Pendant. Okay. Eine Stunde. Mögt ihr sowas? Stundenfolgen? Ich glaube, sowas mögt ihr nicht, nicht wahr? Oh, scheiße. Okay.
Hä? Das konnte ich jetzt mitnehmen? Achso, das war ein passives Item. Ich dachte, das ist das Space-Item, die Bohne. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz den Boss bekämpfen. Beziehungsweise diese Drecksäcke. Vielleicht bekommen wir nochmal Tiersap? Bisschen Tiersap? Nein? Nein, kein Tiersap? Damage up auf jeden Fall. Plus 18. Minus 4. Sehr schön. Das ist doch voll verpackt, Mann. Aber ich will halt nicht so lange brauchen, um zu schießen. Und das ist ziemlich gut, wenn das funktioniert. Das mit dem Damage ist halt nur ein bisschen sehr krass. So. Okay, let's go. Machen wir es fertig. Teil war's. Nourishment. What? Was habe ich gemacht? Ich habe Leben dazu bekommen, glaube ich, ne? So, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Und dich auch erledigen. Krass, Mann. Krass, Mann. Das ist eine Box. Das ist eine Box, die nehmen wir mit. So, und let's go. Machen wir dich fertig. Das ist kein Problem. Jupp, ist kein Problem. Und wir können sogar das Void-Ding machen. Okay, 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 okay. Gut. Wenn schon, denn schon, nicht wahr? Wenn die Folge schon eine Stunde geht, dann machen wir das jetzt komplett hier. Respekt an alle, die jetzt komplett alles durchgeguckt haben. E-Wars, okay. Da-da, ja, 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 ja. Jetzt müssen wir schnell den Boss noch finden. Ich hoffe, hier sind keine verbackten Sachen, sodass ich hier nicht mehr rauskomme oder sowas. Ja, eine Steinkiste. Gut, wenn es sein muss. Vielleicht finden wir hier auch noch Feuer. Stimmt, wir können hier... What the fuck, habt ihr es gesehen? Unsere riesen Razor Blades. Weil wir irgendwie... Also unser Feuer schießt ja Quatsche und riesen Razor Blades jetzt. Hulala, das ist sexy, das ist sexy. War da Feuer? So. Wäre noch cool, wenn das irgendwie jedes Mal schießen könnte. Ich habe nur das Gefühl, dass es verbuggt ist oder so. Also das hier, das ist Delgas. Okay, falls wir hier einen Fluch haben, weg damit. Aber ich glaube, wir hatten so oder so keinen Fluch. Ah, setz mal E-Boss ein. Oh, scheiße, da hinten ist auf jeden Fall was gestorben. Sehr gut. Aber ein paar Bomben legen. Ein paar Bomben legen, Bomben legen, Bomben legen, damit wir hier ein paar Spinnen produzieren können, richtig. So, ich hoffe, der erste Boss wird direkt irgendwie Delirium sein. Junge, zu dieser Folge könnt ihr zweimal einschlafen. Flap, flap. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut, her damit. Dankeschön. Da ist schon ein Boss, aber Delirium kann da nicht sein, weil er sich nicht entfalten kann. Delirium ist ja ein Raum, also so ein großer Raum, der muss sich ja entfalten. Und das hier geht nicht, deswegen töten wir jetzt einmal kurz Blue Baby für vielleicht ein Item. Und Olges haben wir immer noch, das ist halt sehr schön. Magic 8 Ball Shot Speed Up, okay. It's something, man, it's something. So, was haben wir hier? Haglash. Ja, der Gegner brennt. Wieso kann ich ihn nicht einsaugen? Vielleicht geht das sogar. Ich kann ihn... Last? Weiß nicht, was passiert ist. Feuer, hey. Sehr schön. Und hier könnte Delirium sein. Let's go. Ist hier Delirium? Es ist Brownie. Ja, diesmal bin ich stärker und kann ich schneller töten. Und kann ich auch besser treffen. Wow, der Shotspeed leckt mich am Arsch. Okay, ein Sack voller Säcke, der uns jetzt Säcke gibt und aufhalten wird. Let's go. Das ist doch das, was wir wollten, oder? Damit die Folge noch länger ist, weil ich jetzt für jeden Sack einmal stehen bleibe. Okay, ist hier vielleicht etwas zu finden. Ah, jetzt ein Kompass, ne? Okay, Feuer einsaugen. Eternal Candle has appeared in the basement. Man kann hier also doch Seiten Sachen freischalten, oder was? Aha. Und ich kann jetzt die... Ah, ich kann sie jetzt in Flammen machen. Jawohl. Anzus. Okay, das ist das, was uns gefehlt hat, Mann. Wir können jetzt die Gegner anzünden. Das ist ja interessant. Das macht bestimmt gut Schaden, ne? The Lovers. Okay, jetzt noch eine Emperor-Card und auf geht's. So, wo könnte denn Delirium sein? Ich will jetzt einfach nur schnurstracks zu Delirium. Delirium könnte... Nee, muss sogar. Muss unten links sein. Ich weiß, wo Delirium ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die brennen jetzt die ganze Zeit. Das ist ja cool. Wenn ich das Teil trage. Die brennen die ganze Zeit. Alter, ist das krass cool. Ist noch ein bisschen nervig, weil ich jetzt die Spider-Mod habe und... Oh, oh, Legs. Okay, wenn die ganze Zeit brennen, dann... Was bringt mir das... Space drücken, wenn sie schon von selbst brennen. Warte mal, das testen wir gleich mal. Let's go. Erstmal kämpfen wir uns durch zu Delirium. Hey, Abel, ich nehme mich mal mit. So, wir kriegen bestimmt noch eine Batterie, deswegen setze ich das gleich mal ein in einem Raum. So, Space. Eingesetzt. Passiert nichts. Interessant, vielleicht können wir noch so eine Superform mit ihr erreichen. The Lovers, nope. Das ist schon wieder The Lovers, nope. Ist das hier? Das ist I Can See Forever. Okay, immerhin. Immerhin, 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 immerhin. Setzen wir gleich bei Delirium auf jeden Fall ein, unsere... so, lass uns jetzt mal hier ein.
Ja, hier muss Delirium sein. Hier, wir könnten ja noch einen Bonus-Boss machen, einfach. Einfach für ein Item. Let's go. Sehr schön. Ja, das sind natürlich super, super Items hier gewesen. Hyrule Friend, okay, das kann jetzt den Arsch retten. Let's go, lass uns jetzt hier... Na, warte, Delirium muss da unten sein. Hier unten ist Delirium, nicht da. Let's go, hier ist er. Wie gesagt, einsetzen Space, hat was gemacht? Wehgetan? Ich hoffe, ich kann dich überhaupt jetzt treffen, du bist viel zu schnell. Okay. Ult ist auf jeden Fall für den Notfall einsetzen. Oh mein Gott, ist das schwer, den Typen zu treffen. Ja, genau, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Ja, wunderbar. Wunderbar, wenn du dein süßes Gesichtchen zeigst. Macht's gut Damage. Wenn jeder von den Kollegen hier trifft. Oh, scheiße, meine Augen sind überfordert. Augen sind überfordert, ich brauche gar keine Ultis gegen dich. So, und jetzt ist er tot und ich wurde irgendwo weggekickt. Ah, die Ebene ist auf jeden Fall nicht, nicht neu, nicht anders, ne? Nur so nebenbei, gut. Das heißt, also ich habe mich irgendwie verlesen, ich weiß nicht. Vielleicht ist ja The Lamb tatsächlich irgendwie ziemlich anders. Okay, so, lass mal rein jetzt hier und jetzt gucken wir uns die Credits an, nicht wahr? Wir gucken uns die Credits an. Scheiße, 1 Stunde 6 Folgen, da habe ich immer so ein schlechtes Gefühl. Ich meine, wer guckt sich das überhaupt an? Okay, 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 okay. Die Folge war ein Hin und Her. Ein Hin und Her. Ich habe auch nicht so oft angesehen, das hier, ne? Also das müssen wir uns eigentlich nicht ansehen, nur die Credits, aber ich dachte mir einfach, wir spielen das jetzt auch einfach mal ab. Wenn schon, denn schon, dann können wir schon die 2 Stunden voll machen, oder? Dann können wir die 2 Stunden voll machen. La la la. Jubidoo. Sehr gut. Und jetzt kommen die Credits. Broski? Ja? Kommt auch Holly? Okay. Guck mal, hier wurden die Coders auch hinzugefügt. Wahrscheinlich soll es eigentlich noch anders aussehen, weil irgendwie sieht das sehr... Ja, aber immerhin wurde das auch verändert. Ja, hier sind nochmal die ganzen, ne? Creds an die Leute, die hier was gemacht haben. Vicky, okay. Aha. Isaac Subreddit, the big YouTubers who played our mother. Oh, das bin ich. Okay. Alles klar. Gut, das war's dann. Das waren die Credits. Sehr schön. Das ist eine super Folge gewesen. Die nächsten Folgen werden kürzer. Sonst werdet ihr noch zu sehr verwöhnt. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Euer Hardy. Scheiße, ey.